Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Oh, sehr schön. Der Großglockner. Der Großglockner, ja. Waren Sie schon um? Nein, leider nicht. Das sieht jetzt aus. Woher haben Sie es? Aus dem Internet. Naja. Aus dem Internet? Mhm. Das ist etwas, was uns heute immer öfters begegnet. Aus dem Internet, das heißt, Sie haben es wo gekauft? Wie viel haben Sie bezahlt? 500 Euro. 500 Euro. In Wien sagt man jetzt, müsste ich eigentlich ein bisschen Schmähstaat sein, denn es ist ein wunderbares Bild. Denn Großglockner ist der höchste Berg Österreichs. Ja. Und er ist einer der Berge in den Alpen, der am ersten bestiegen wurde. Schon 1800 hat der Fürstbischof eine Expedition ausgerüstet. Und beim zweiten Versuch wurde dann tatsächlich der Gipfel erreicht, nachdem man vorher Biwakstationen und Berghütten eingerichtet hatte. Der Fürstbischof blieb in dieser letzten Hütte, aber vier seiner Adjunkten und Bergführer haben dann den Gipfel erreicht. Und das geschah auf genau dieser Route, die hier markiert ist, von diesem Vorgipfel durch das, bis oben hin. Da stehen jeweils Bergsteiger mit sogenannten Bergstöcken, mit langen Stöcken, die das einzige Mittel waren, sich im Gelände zu bewegen. Nur war das alles 50 Jahre vorher, nicht? Das Bild ist nämlich etwa 50 Jahre später gemalt. Es ist ein Bild, wie es in der österreichischen Malerei nur wenige Bilder gibt und auch nur wenige Künstler, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Thomas Ender ist einer und dann gibt es den Kärntner, slowenischen Kärntner Maler Markus Bernhard. Und ich nehme mal an, dieses Bild ist von Markus Bernhard. Haben Sie geschaut, gibt es irgendwo eine Signatur? Es ist ein Monogramm unten drauf. Ja. Sichtbar? Oder nein, ich glaube nicht. Unter dem Arm? Ja. Dann darf ich es rausnehmen, probieren wir mal. Weil, einmal, zweimal, dann lassen wir den Rahmen hier liegen. Ja, da unten, rechts unten gibt es Monogramm MP und 1859. Jetzt muss man eines sagen, es ist ein bisschen spät für diese Hochgebirgserforschung, so wie er gerade erzählt hat, die ja schon am Anfang des Jahrhunderts beginnt, und für den Umstand, wenn man daran denkt, dass gewisse deutsche Maler im Gefolge von Caspar David Friedrich sich also mit dem Hochgebirge auseinandergesetzt haben, ist es ein bisschen spät. Aber es ist ein zauberhaftes Bild. Sie müssen sich vorstellen, da kommt ein Maler aus der Kärntner Tiefebene, bildet sich ein, muss den Großglockner malen. Wo setzt er sich hin, um den zu malen? Es gab weder Fotos noch Flugzeuge. Einen Fesselballon hat er sich sicher nicht leisten können. Das heißt, er musste da irgendwann einmal hinaufgeklettert sein und Studien machen. Und er zeigt auch, wie das geht. Wenn Sie nämlich sehen, diese Männer hier bis hinauf zur Spitze am Großglockner, der immerhin 3800 etliche Meter ist, wird hier minutiös und mit einem feinen Gefühl für Sonnenlicht, Stimmung und Atmosphäre diese Besteigung und der Berg porträtiert. Das war die einzige Route, die möglich war und die hat man immer wieder begangen. Und insofern ist das klar notiert mit diesem Beginn und mit dem Ende, mit der Gipfelbesteigung. Man merkt auch, er wird halt richtig porträtiert. Er ruht da als Größter über einer weiten Alpenkette, die man da im Hintergrund sieht. Er ist also mit Ehrfurcht, es ist auch ein bisschen übersteigert, wenn man den Berg selber kennt. Dann merkt man, dass es ein bisschen pathetisch überhöht ist. Aber es ist voll von Ehrfurcht getragen, diese Stille, die diese hohen Situationen ja auch mit sich bringen. Man hört fast diese Stille, so seltsam das jetzt klingt. Und wenn ich jetzt höre, dass Sie da 500 Euro bezahlt haben, es gibt ein großes, dickes Buch über Markus Bernhard, der erst vor einigen Jahren erschienen ist. Da sind unter anderem vier Porträts des Großglockners drinnen, die durchaus ähnlich ausschauen, immer ein bisschen variiert sind. Und sie gehören zu den besonderen Rarissima der österreichischen Gebirgsmalerei. Es gibt von Bernhard auch langweilige Bilder, sage ich einmal, oder ganz brave, keineswegs aufregende Bilder. Aber diese Bilder, diese Mischung dieses Motivs, dieser Stolze, das ist ja der größte und tollste Berg Österreichs, in dieser zurückhaltenden, aber doch eleganten Malerei, das ist sehr gesucht und hat auch seinen Preis. Also wenn Sie 500 Euro bezahlt haben, kann Sie informieren, es hat vor einem halben oder dreiviertel Jahr eine Auktion in Wien gegeben, da ist ein
Parallelbild dieses Bildes so versteigert worden, dass der Verkäufer dann fast 40.000 Euro zahlen musste. Auch so ein kleines Format? Es war ein bisschen, um eine Spur größer, nicht viel. Also ich würde mich trauen, bei diesem Bild heute einen Preis zu nennen, so um die 30.000, 35.000. Das ist wirklich ein Fund. Ich sage immer, es gibt keine Trouvaille mehr, aber offensichtlich gibt es das doch. Jetzt verraten Sie mir, wo haben Sie es gekauft? Oder Sie haben es im Internet gekauft? Ich habe es im Internet, das war ein Händler. Wo war der Händler? Niederösterreich. Niederösterreich, ja. Okay, war der beim Blindenverein oder was? Weiß ich nicht. Unglaublich. Also große Gratulation. Ich würde gar nichts damit machen. Es ist in einem ganz guten Zustand. Wieder vorsichtig in den Rahmen hinein. Wir werden das dann nachher für Sie machen. Haben Sie eine große Freude, weil das ist wirklich unglaublich. Besonders schönes Bild. Ich hoffe, es sehen alle Zuseher auch und Sie sehen es, diese besondere Qualität dieses Bildes. Vielen Dank fürs Zeigen. Danke vielmals. Dankeschön. Danke.